Ja, genau, darum. Eure Videos. Hi Leute, willkommen zu Folge 242. Wir tasten uns hier mal ganz vorsichtig raus. Alter. Meine Fresse. Anderer Tag, gleiche Stelle. Vorsichtig. Alter. Mann. Du hast das im anderen Clip schon so schön gemacht. Mach noch mal die Luftpumpe, bitte. Ah, schön. Da links ist ein weißer Toyota und um den geht's jetzt. Aber damit ich meinen langen Text reinkriege, der Weiße fährt gleich unserer Kamera hinten in die Karre. Und zwar, er kam direkt ans Fenster und hielt die Versicherungskarte hin und meinte, mach Foto und dann fahren wir nach Hause. Ich stieg aus, machte erstmal Fotos und sagte ihm, ich will auf jeden Fall Polizei dabei haben und dass wir auf dem Parkplatz nebenan fahren. Zack, sitzt er in seinem Auto und fuhr mit quietschenden Reifen in die andere Richtung davon. Ich fuhr auf den Parkplatz und habe die Polizei gerufen. 5 Minuten später kam er wieder mit quietschenden Reifen an und hatte fast seinen zweiten Unfall. Er ging erstmal zu Meckes und wir haben uns die Autos angeguckt. Bei mir nur 4 Löcher in der Heckstoßstange, beim Unfall gehe ich nach Motorhaube verbogen. Sah bei mir erstmal nicht so schlimm aus und er versuchte immer weiter, mich von der Polizei abzuhalten. Polizei kam, hat alles aufgenommen und es kam raus. Er hatte mir eine falsche Karte hingehalten, falschen Ausweis gezeigt. Die Werkstattrechnung wären 6.800 Euro gewesen, auf denen ich sitzen geblieben wäre, hätte ich keine Polizei gehabt. Ja, wir bleiben hier, ich rufe die Polizei. Sicher, sicher. Oh, ach naja, von 100 auf 0 stark bremsen ist blöd, aber von 100 auf 50 hättest du eh stark bremsen müssen. Kommt's ja da auch nicht mehr drauf an. Nö. Ob der das Auto abgebockt hat? Ich schätze schon. Der Flo sagt, weil da öfter nichts los ist, fährt er auch schon mal bei Rot durch. Ja, ist scheiße, ne? Ist halt scheiße. Lass das mal sein damit, über diesen roten Ampel drüber wegfahren, wenn keiner da ist, weil dann können wir sie auch abbauen. Also. Und wenn du bei Rot doch stehen geblieben wärst, wäre er über alle Berge gewesen. Karma schreibt er selber dazu. Mein Gott! Heute eine Folge mit unfassbar viel Puls. Der Krankenwagen kommt von hinten mit Blaulicht und Lichthupe. Wo bleibe ich stehen? An der engsten Stelle oder was? Jetzt mal ehrlich! Nein, man kann nicht davor fahren, dass man nicht in der Engstelle steht, du dämlicher Bast. Ja, das ist die Folge der Geisteskranken. Schaut da hinten hin. Da läuft einer auf dieser vollen Autobahn. Einfach mal rüber. 3 Spuren da, 3 Spuren hier. Alter, wie krank. Was ist... Was? Oh, ich verstehe es nicht. Was ist hier los? Normalerweise würde ich hier gar nichts zu sagen, weil es ein schnödes Vorfahrtvideo ist. Aber jetzt ist ein LKW beteiligt. Jetzt muss ich was sagen. Böser LKW. Böse. Pfui. Bah. Wenn ich sonst nichts sagen würde jetzt, dann heißt es wieder, ich würde die LKW-Fahrer verteidigen, weil ich selber LKW-Fahrer bin, weißt du? Hier ist 50. Bei Adon auf dem Tacho stehen sicher schon 60. Und hier ist eine Schule in der Nähe, aber was soll's, ne? Ein junges Mädel sitzt drin. Wir wünschen ihm mal gute Fahrt. Da ich hier kein Schild gesehen habe, gehe ich davon aus, dass das eine 100er-Zone ist. So viel fährt Mr. Skillrider ja auch, aber da auf der Straße kann man ruhig mal wenden, ne? In aller Ruhe. Es kann echt nicht wahr sein. Verpiss dich jetzt! Verpiss dich! Aber übrigens, mit Hetzen ist es noch nicht schneller gegangen. Scheiße,
Übrigens, habt ihr gemerkt, dass der plötzlich zwei Köpfe hatte? Faszinierend. Sag mal, ist das irgendwie hier zu glauben oder was? Aber ihr habt doch irgendwo, habt ihr doch hier ganz großen Dachschaden. Einen ganz großen Dachschaden. Also wirklich. Also diese Ampel, ne, das ist auch nur Makulatur. Die steht da nur zur Zierde. Kein Schwein guckt sie an. Kein Schwein beachtet sie. Also... Was zur Hölle? Was zur Hölle? Sind rote Ampeln hier auch nur noch eine Empfehlung, oder? Oh Leute, das Video ist so unfassbar peinlich. Ton muss ich wegmachen wegen Telefongespräch, aber oh, ist das peinlich. Da vorne, wie man sieht, viel Blaulicht, was ist hier alles los? Ich sag's euch schon mal, da biegt eine Polizeikolonne ab. Erstmal wurde anscheinend die Straße so ein bisschen gesperrt, damit die kommen kann und so. Und pass auf, der vor uns, dumm wie Scheiße. Und wer da gleich hupt, das ist der Typ, der vor uns ist und dumm wie Scheiße ist. Ja, genau, darum. Ey, Alter, der hat's. Da kommt gerade eine Polizeikolonne und der fährt los, weil grün ist und hat keine Ahnung, dass die Polizeikolonne Vorfahrt hat. Oh Leute, was macht man mit solchen Leuten? Das ist einfach unglaublich, ey. Oh. Was er sagt, verstehe ich nicht, aber Till hat mir die Übersetzung geschrieben. Was soll das? Rechts vor links, rechts vor links. Ja, rechts vor links. Das ist ein Idiot. Da ganz hinten stoßen jetzt zwei Autos zusammen. Von rechts kommt ein Silberner, der über die Kreuzung will und dabei den schwarzen PKW übersieht und rumsklöter. So, was machen die Arschlöcher auf diesem Planeten, sowie die beiden PKW links und dieser Treckerfahrer? Richtig, einfach weiterfahren. Einfach weiterfahren, ne? Also, ihr gehört alle in den Knast. Ihr gehört alle in den Knast, aber vorher noch ein Arschtritt. Naja, es ist ja anscheinend keinem was passiert, aber das weiß man aber nicht, solange noch keiner ausgestiegen ist. Also, dass sie nicht mal anhalten und mal fragen, was Phase ist. Ey, echt, ihr seid so schlechte, schlechte Menschen, ehrlich. Was ich euch gönne, ne, das darf ich hier leider nicht sagen, weil das Video sonst gesperrt wird. Und nein, ich möchte nicht, dass 10 Autos gleichzeitig anhalten. Ich rede davon, dass ganz am Anfang, als es geknallt hat, die Pfeifen, die müssen anhalten und mal nachfragen. Und nicht diese ganzen 50, die ja jetzt schon vorbeigefahren sind, wo hier sowieso schon alle rumlaufen und es aussieht, als wäre alles gut. Mein Gott, ihr wollt mich auch teilweise falsch verstehen in den Kommentaren. Das kotzt mich an. So Leute kotzen mich an, ehrlich. Ich habe das Gefühl, bei diesem Video, da gilt irgendwie, du musst überholen. Du musst einfach. Ach, doch nicht? Okay, dann ist ja gut, dann bleibt dahinter. Wow. Wow. Das wollte er nicht auf sich sitzen lassen, ne? Weil ich ihn von hinten überholt habe, hat er das jetzt gemacht und hat... Ich war ja schon dumm, aber das... Rechts der schwarze PKW macht nichts falsch. Junge. Hier schon wieder diese extrem gefährliche Situation, weil irgendwelche dummen Arschgeigen es nicht abwarten können. Wegen so einer Scheiße musste ich schon erste Hilfe leisten. Habe ich hier irgendwann auch schon mal gezeigt. Und wisst ihr was? Ich wiederhole mich hier auch gerne nochmal. Es hat einen Grund, warum man nicht auf diese Sperrflächen drauffahren soll. Aber manche schaffen es nicht, weiter zu denken als die Motorhaube. Und dann kann es zu schweren Unfällen kommen. Natürlich!
Aber, ach. Ich bin ja noch komplett auf meiner Spur. Ich meine, what the fuck, Alter? Oh, gruseliger Clip. Wenn man vollkommen überreagiert, ne? Also anders kann man das hier nicht nennen. Ach, na der hier. Junge! Super Thanks, mehrere Channel, YouTube-Werbung, Werbung für essbaren Giftmüll und die Abzocke mit Mitgliederbeitrag reichen nicht. Manche bekommen den Hals nicht voll. Nee, stimmt jetzt, wo du es sagst. Ihr könnt mir nämlich noch über PayPal spenden oder monatlich kündbare Abos bei SteadyHQ abschließen. Geil, ne? Die Links findet ihr alle in der Beschreibung. Weiter geht's. Leute, welche Dashcam sollt ihr kaufen? Ich habe ein paar getestet, könnt ihr euch da angucken in so einem Video. In meiner Videobeschreibung findet ihr immer irgendwo einen Link und der zeigt euch dann die Dashcams. Wenn ihr diese Dashcams kauft, also eine davon, und über meinen Affiliate-Link geht, dann verdiene ich damit was, dann sage ich Dankeschön. Ihr könnt aber auch so, wenn ihr euch neue Schlüpfer kauft, könnt ihr mal meinen Affiliate-Link anklicken, vorher bei Amazon zum Beispiel oder eBay, und dann kriege ich auch eine Provision, wenn ihr euch dann Schlüpfer kauft oder so. Einfach irgendeinen Link anklicken, das funktioniert, dann sage ich auch Dankeschön. Wer jetzt aber auch, wie jetzt das gerade vorgekommen ist, sagt, hier Sascha, ich schicke dir 5 Euro, weil ich immer mit Werbeblocker gucke und damit verdiene ich natürlich nichts, ne? Und der sagt sich Dankeschön für deine Videos, dass du den Kram da fertig machst und ja, dann schickt er mir sowas. Also wer Geld loswerden möchte, ne, ihr findet meine PayPal-Adresse in der Videobeschreibung. Ihr könnt auch bei Steady so ein Dauerabo abschließen oder Kanalmitglied werden. Dann kriegt ihr so ein Logo dahinter, euer Nickname da. Geht also alles. Also wer sein Geld loswerden möchte, bei mir geht's. Da sage ich schon mal Dankeschön. Aber auch genauso danke an die Leute, die mir Videos schicken. Denn ohne die, deren Spenden, wäre natürlich hier auch nichts. Ne? Könnten wir uns alle nicht amüsieren. Und ihr schafft damit 2 Jobs, mein und Horsies. Außerdem zahle ich Unmengen Steuern, die wiederum Straßenlaternen und Straßen sanieren. Also von daher, win, 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 win. Macht's gut. Tschüss und danke, danke, danke.